Grüß euch. Heute möchte ich mal was loswerden. Es gibt hier auch eine Schlag von Menschen, die sind noch grauenhafter als die ganzen anderen Hohnochsen. Das sind die Leute vom Film. Es ist mittlerweile so, dass man aufpassen muss, wenn man im Wald spazieren geht oder auf die Berge, dass man nicht irgendwo auf Holz drauf tritt oder irgendein Geräusch macht, weil sonst kommt gleich irgendein Wichtigtor, ein Tonmann oder sonst irgendwer, der uns anscheißt, dass man ruhig sein soll. Psst, psst, Aufnahme, Aufnahme. Hinter jedem zweiten Baum drehen sie heute einen Film. Das Ganze hat angefangen mit der Neuverfilmung von der Geierwalli. Seither jeder, der irgendwie so eine kleine Deppelkamera hat, der meint, er muss ein ganz großes Werk fabrizieren. Das nennen sie dann Heimatfilm. Und was ihr da hinten seht, das ist das Resultat von solch einem Dreh. Da war ein Kamerateam da, und dann haben sie eine Einstellung gemacht, ich habe mir es angeschaut. Das Ergebnis war ungefähr eine Zeit von 10 Sekunden sendefähigem Material. Mehr nicht. Dafür haben sie die ganzen schönen Bäume abgeholzt. Die Drecksäue. Der Typ da hinten, der wartet seit heute Morgen, dass ihm ein Specht vor die Linse fliegt. Dabei gibt es hier überhaupt keine Spechte. Aber das sage ich am ersten 2 Stunden. In diesen angeblichen Heimatfilmen wird auch immer künstlich erzeugte Musik eingespielt. Das ist schon ein bisschen eigenartig, finde ich. Wenn ich im Berg drin hänge oder eine Gams verfolge, dann höre ich nie eine Musik. Die einzigen Melodien, die ich dann höre, sind die Geräusche der Natur. Zum Beispiel, wenn ein Stein runterkullert oder der Brunftschrei eines Hirschen, eines Zwölfenders oder das Rascheln eines flüchtenden Hasen. Drum, seid auf der Hut, nehmt euch in Acht vor die Filmdeppen. Wenn ihr irgendwelche Leute seht in der Art, dann ergreift am besten gleich die Flucht. Diese Idioten zum Beispiel gehen am Abend zur Jause, dann zum allseits bekannten Betrüger, zum Traubigbauern und da essen sie dann, weil das irgendwie für die rustikal wirkt oder was. Ihr seid meine Freunde, deswegen geht es ja weiterhin zum Schlemmerwirt. Wenn ihr 4 Bier trinkt beim Schlemmerwirt, bekommt ihr 1 Obstler gratis. Wer es auf 3 Obstler bringt, kriegt von uns diese schöne Urkunde. Da ist der Name eingetragen und die könnt ihr dann übers Bett hängen oder ins Schlafzimmer oder wo immer ihr wollt, müsst ihr dann einen passenden Rahmen finden. Also, wenn man sich an die Regeln hält, dann ist der Berg euer Freund. Grüß euch!